Super, genau. Ich möchte heute gerne über ein Thema sprechen, das mich in den letzten Jahren sehr, sehr umtreibt. Und ich nenne das kreative Algorithmen. Es gibt viele Worte dafür. Und ich habe den Vortrag mal vollkommen neu angepasst, sage ich mal, gerade zur Ehre des ersten Vortrags hier bei Art & Tech, aber einfach, um das nochmal ein bisschen noch anzupassen auf die Welt, die hier so neu aufmacht, weil die super spannend ist. Generell fange ich so einen Vortrag zu dem Thema eigentlich gerne damit an, eigentlich warum? Also zwei Warums eigentlich so. Aber bevor ich da reingehe, kurz, ich versuche halt immer wieder auf den Punkt zu bringen, was es eigentlich ist, was mich an diesem Thema kreative Algorithmen so fasziniert. Und man meint jetzt viel, dass da Technik drin ist oder ich weiß nicht, diverseste, sag ich mal, hochtechnologische Dinge. Aber ich versuche es halt immer, sag ich mal, auf eine wichtigere Essenz runterzubrechen, weil Technik alleine, sage ich mal, gar einen großen Wert hat in dem Sinne, sondern ja, eigentlich immer was ist, was für Menschen und Mitmenschen was macht. Und mein persönliches Warum, das, was mich am meisten fasziniert und wo ich heute auch ein bisschen drüber sprechen möchte, ist das Thema, sag ich mal, neue Räume, wie kreative Algorithmen neue Räume schaffen können. Und ich habe es unten nochmal draufgeschrieben. Ich finde es sehr faszinierend herauszufinden, wie die Verschmelzung von Daten, menschliche Interaktion, künstliche Intelligenz und Programmierung neuen Raum für noch nicht erzählte Geschichten schafft. Und eigentlich diese Punkte, diese Worte, die da stehen, Daten, menschliche Interaktion, künstliche Intelligenz ist jetzt mal der Oberbegriff. Ich bin nicht der Riesenfreund des Wortes, aber es fasst halt zusammen, was die Leute darunter verstehen. Und vor allem auch das Thema Programmierung sind Dinge, die ich versuche, auf hoffentlich neue Weise zusammenzubringen. Diese neuen Räume sind deshalb so spannend eigentlich, weil sie größtenteils unbesetzt sind. Weil, ja, das Wort neu ist ja schon drin. Ne? Es konnte einfach noch gar keiner so richtig da seine Fahne reinstecken und sagen, das ist meins. Und was ich auch sehr interessant finde, vieles von dem, was ich vorfinde oder was wir kreativ schaffen, ist auch frei von Vorurteilen, weil es diese Sprache und diese Welten oft noch nicht gibt. Und es ist wirklich voll von neuen Ausdrucksmöglichkeiten, die da entstehen. Und es ist schon so, dass ich merke, dass gerade jetzt in den letzten Jahren, oh, ich wollte ja eigentlich auf Start drücken, wie lange ich überhaupt rede, dass gerade in den letzten Jahren das Ganze trotzdem gerade im digitalen Raum auch mehr Aufmerksamkeit gewinnt und auch diese neuen Räume, die wir schaffen, langsam anfangen mit der physischen Welt zu verschmelzen. Und das ist auch ein Thema, das mich wahnsinnig fasziniert und wo wir hoffentlich auch im Wavelab nochmal das eine oder andere sehen können, wie solche Dinge dann auch nachher zusammenkommen. Was ich gerne mitgeben möchte oder was mir auch am Herzen liegt, ist, dass diese Räume, über die ich spreche, die ja ein Sinnbild sind für all das, was ich gleich auch mit ganz konkreten Beispielen zeigen werde, dass es Orte sind, die wir noch wirklich mit formen können. Und ich glaube, das ist eine großartige Punkt in der Zeit. Für mich ist halt immer ganz wichtig, ich bin ein sehr positiver Mensch, einfach zu sagen, lass uns sie besetzen und zu Orten machen, die Menschen bereichern und Kreativität bereichern und die jetzt nicht nur für Profit und Kontrolle genutzt werden. Denn vieles von dem, was wir tun, sobald es Mainstream wird, siehe Social Media etc., hat natürlich immer diese Gefahr, auch abzudriften in sowas. Umso mehr ist es, glaube ich, wichtig, dass Menschen aus der Kultur- und Kreativszene frühzeitig auch, sage ich mal, die Flagge da hochhalten und diese, sage ich mal, kreativen digitalen Räume halt mitbesetzen und mitbespielen. Genau, ganz kurz noch, warum dieser Vortrag? Ich habe sonst, sage ich mal, etwas spezifische Vorträge, wo ich halt wirklich ganz genau über die Kreativstrategie von kreativen Algorithmen spreche. Das will ich heute gar nicht machen. Was mir am Herzen liegen würde, dass ich einfach wirklich einen ersten Einblick in diese Welt halt gebe. 45 Minuten sind für das, was ich vorhabe, relativ kurz in dem Sinne, dass ich oft nur an der Oberfläche kratzen kann. Aber wenn ich es in irgendeiner Weise schaffen sollte, Sie oder euch, ein bisschen ja, dazu zu motivieren oder dafür zu interessieren, vielleicht auch dieses Feld mehr zu erforschen, darin mitzumachen, zu experimentieren, dann hätte dieser Vortrag, glaube ich, schon mal einen guten Sinn gehabt. Und vieles mehr, was, wie gesagt, jetzt an der Oberfläche nur bleiben kann, kann man dann vielleicht später nochmal im Detail beleuchten. Genau, bevor ich jetzt in die verschiedenen Themen reingehe, habe ich ein ganz kleines Video mitgebracht, auch mit Musik natürlich, wo einfach ein paar meiner Arbeiten mal in so einem Showreel zusammengefasst sind, einfach damit man so ein kleiner Eindruck davon kommt, was ich hier mache, damit ich nicht nur so im weiß-schwarzen Raum hier erstmal rede. Von daher drücke ich da einmal auf Play und genau, dann geht's gleich weiter.
Ganze frisch zusammengeschnitten, um ein paar mehr digitale Räume zu zeigen. Ein paar Commerz-Cases waren jetzt noch mit drin. Aber heute soll es nicht so viel um Commerz, sondern ein bisschen mehr um Kunst und Kultur gehen. Genau, ich mache was ganz Neues. Ich erzähle erstmal meine Geschichte. Normalerweise springe ich immer super gerne direkt ins Thema rein. Man hat mir mal gesagt, so ein bisschen den Hintergrund mal zu erzählen, wie ich da überhaupt hingekommen bin, hilft es immer so ein bisschen klarer zu machen und vielleicht ein bisschen menschlicher. Von daher bin ich mal gespannt, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Die Geschichte habe ich noch nie erzählt. Ich habe mich auf jeden Fall bemüht, mein allererstes Foto rauszufinden, wo ich mit einem Computer zu sehen bin. Es muss so ungefähr mit 12 gewesen sein. In dem Alter habe ich auch tatsächlich angefangen zu programmieren. Ich war damals schon ein bisschen Nerd und habe mich sehr einfach dafür interessiert, wie Computer funktionieren. Anfang natürlich immer auch sowas wie Spiele und so. Mich hat sehr, sehr früh da eigentlich die Frage auch fasziniert, was kann man damit machen? Weil damals war natürlich alles noch viel einfacher, aber sag ich mal, Programmierung war damals schon die Möglichkeit für mich, sage ich mal, neue Funktionen, neue Dinge eigentlich zu schaffen und auch immer wieder das Ganze einfach kreativ zu erleben. So, das war, glaube ich, das, was sich mein ganzes Leben lang durchgezogen hat. Immer diese Frage auch, was kann man mit bestehenden Dingen machen und wie kann man sie weitertreiben? Ist mir jetzt gerade eingefallen, aber vielleicht ist tatsächlich das auch noch ein gutes Warum für mich. Dann kommt jetzt ein ganz langer Abschnitt, den ich auf 2 Jahre zusammengefasst habe. Ich habe den einfach mal Aufstieg zur Professionalität genannt. Ich habe damals studiert, weil das Studium, ich habe Englisch und Kultur und Literatur eigentlich studiert und weil das so ein bisschen langsam lief, habe ich dann einen Bekannten getroffen, der meinte, hey, du machst auch so cooles Design nebenbei. Wir haben da gerade so irgendwie 2 Leute, wir machen ein paar Webseiten, hast du nicht Lust da irgendwie bei mitzuwirken? Und da bin ich da eingestiegen und relativ schnell halt quasi dann zum Co-Gründer geworden. Das Ganze ist dann über 10 Jahre gelaufen. Wir sind von 3 Mitarbeitern am Ende auf 40 gewachsen und haben wirklich von, sag ich mal, diesen kleinen 2.000-Euro-Webseiten, die man macht, wenn man gar keine Ahnung hat, was man da eigentlich tut, nachher gewachsen noch mit internationalen, sag ich mal, Agenturen und Marken, große E-Commerce-Systeme aufzubauen und immer in diesem an dieser Schnittstelle zwischen, sag ich mal, Kommunikation, Design und Verkauf. Warum das auch vielleicht ganz interessant ist im Nachhinein für mich, ist, dass mich da schon immer angetrieben hat, gerade E-Commerce ist so ein Thema, wo man, sag ich mal, Gestaltung mit Computern oft zusammen macht. So, weil einfach, ne, wenn was mehr verkauft, das kann man testen, da sind sehr viele Daten drin, also, sag ich mal, datengetriebene Designentscheidungen haben sich da so ein bisschen schon in mein Leben reingeschlichen. Und da bin ich jetzt, glaube ich, nur irgendwie 15 Kilo leichter, aber genau, habe ich dann auch mal für so diese typischen Agentur-Stockfotos gepostet, wo man irgendwie lächelt und auf irgendwelche Bildschirme zeigt, wie das so alle machen. Das war ganz nett und auch sehr cool, sehr, sehr spannend eigentlich natürlich für eine lange Zeit, das auch so wachsen zu sehen und auch nachher, sag ich mal, von Student über Designer zum Kreativdirektor zu werden, das Ganze mitzumachen. Dann allerdings irgendwann ist ein ganz interessanter Moment passiert. Da habe ich nämlich meinen sehr, sehr guten Freund Tim Rodenbrücker hier rechts auf dem Foto, der coole Typ an den DJ Platten da getroffen und das war auch zu einer Zeit, wo, sag ich mal, 10 Jahre Agenturleben irgendwann so ein bisschen langweilig wurde. Ja? Also man kann immer größer werden, aber die Herausforderungen sind nicht mehr so die wahnsinnigen. Ja? Wenn man das Ganze halt echt im Griff hat, dann ist das okay. Ist jetzt ein bisschen schnell zusammengefasst, ne? Aber es war halt einfach so eine Zeit, wo ich dachte, naja gut, das Leben hat bestimmt mehr zu bieten. Und Tim kam gerade frisch von der Uni und hatte sich zu der Zeit sehr intensiv mit dem Thema Live-Looping beschäftigt. Also er hatte, das sieht man auf dem Bild nicht so richtig gut, aber er hatte so ein Gitarren-Effektgerät, was 10 Sekunden Loop aufnehmen konnte, auf den er dann immer wieder und immer wieder überlagert hat. Und daraus hat er wahnsinnig coole, improvisierte Live-Techno-Musik gemacht. Wahnsinnig genial. Länger als 10 Sekunden natürlich, aber er hat das echt wahnsinnig dann zusammengebaut. Und da er gleichzeitig während des Studiums sich schon ein bisschen mit dem Thema kreatives Coden, generative Gestaltung beschäftigt hatte, hat er mich so auf diesen Pfad gebracht, so, hey, willst du nicht irgendwie zu meiner Musik Visuals machen? Hast du nicht Bock irgendwie, dass man nicht nur die Musik hören kann, sondern dass man sie auch ein bisschen sehen kann? Und da bin ich dann so richtig reingestiegen neben der Arbeit. Abends dann immer um 8 Uhr habe ich mich noch an Rechner geklemmt und da gecodet. Und ja, das ist dann relativ erfolgreich, also für uns hier in Paderborn geworden. Wir waren zumindest viel in NRW unterwegs, haben auf, dann am Ende sogar relativ großen Festivals spielen können, wenn auch nicht ganz spät abends, ne, eher so vormittags. Wir haben mit coolen Jazzclubs gespielt. Das war eine wahnsinnig interessante Zeit, die mir gezeigt hat, dass, sag ich mal, Computer und Design mehr können, als nur auf dem Bildschirm zu funktionieren, weil wir das halt mit Projektionen in die Räume gebracht haben, im Dunkeln Leute, keine Ahnung, haben Bier getrunken, während wir Visuals Musik gemacht haben. Das war für mich so ein riesen Befreiungspunkt halt irgendwie so zu sehen, dass meine Fähigkeiten mehr sind als nur E-Commerce halt. Und daraus entstanden ist so dieses Thema Neufindung. Wir sind dann, das war eine Idee von Tim, das war super cool,
sind wir eine Woche in eine Hütte im Wald gefahren. Da sieht man die unten rechts. Und da war kein Internet, da war kein Telefon, da war kein gar nichts. Wir hatten nur uns, ein paar Träger Bier, ein bisschen was zu essen und unsere beiden Laptops dabei. Dann haben wir uns gesagt, lass uns doch mal eine Woche probieren, was eigentlich passiert, wenn wir uns wirklich ganz intensiv mit diesem Thema kreative Algorithmen, generative Gestaltung halt beschäftigen. Und das war echt der Grundstein für alles, was ich heute tue, weil wir in dieser Zeit angefangen haben, noch sehr unschuldig eigentlich so Kreativmodelle zu entdecken und auch da schon ein bisschen zu hinterfragen, wie diese Welten da funktionieren. Und Tim ist zwischenzeitlich sehr, sehr aktiv in der Lehre, bringt da jungen Leuten an verschiedensten Unis das Thema näher. Ich bin dann, kann ich schon vorgreifen, ein bisschen mehr in den Kommerz wieder zurückgerutscht. Zusammen haben wir dann immer noch dieses Thema Kunst und Kultur auch bespielt. Das war wirklich ein ganz, ganz interessanter Moment eigentlich. Und es gibt, dann das Thema Kommerz hatte ich gerade schon angesprochen. Ich habe dann Ende 2017, glaube ich, meinen alten Job halt wirklich gekündigt und gesagt, komm, mir egal, das ist zwar super cool hier mit der Agentur und so, aber ich will jetzt wieder mal ganz zurück, back to basics, kleines Zimmer, Freelancer sein, einfach mal gucken, was passiert, weil ich hatte das Gefühl, dieses Thema kreative Algorithmen und alles, was dahinter steckt, ist so ein wichtiges Thema, dass es jetzt eine Schande wäre, weil ich an diesem Punkt schon relativ viel geforscht und gearbeitet hatte, dann, sage ich mal, den sicheren Weg zu gehen und bin dann einfach ins kalte Wasser gesprungen. Und links sind nur so ein paar der Auszüge an großen Agenturen, weltweiten Agenturen, abgefahrenen Vortragsreihen und auch Preisen, die ich in diesen 3 Jahren schon gewinnen konnte, was sicherlich ein Ergebnis harter Arbeit war, aber vor allem auch einfach, sag ich mal, ja, Glück, genauso wie das am Ende Jule und so mich halt gefunden haben. Irgendwie ist diese Welt dann doch so, dass sie das auch manchmal belohnt, wenn man einfach ins kalte Wasser springt und hofft, dass das dann irgendwie klappt. Das ist auch das, was ich heute immer noch größtenteils mache. Ich arbeite viel mit großen Agenturen zusammen und versuche eigentlich diese Kombination aus explorativem Design, Innovation, wenn man das denn über sich selber überhaupt behaupten darf, aber auch Markenbildung und interaktiven Lösungen halt zu kombinieren. Nichtsdestotrotz nutze ich gerne auch immer meine Zeit, um mit Kultureinrichtungen und freieren Projekten zusammenzuarbeiten. Und weil das alles noch nicht genug war, habe ich dieses Jahr dann nochmal zu Corona-Zeiten entschieden, dass ich ja auch nochmal nebenbei studieren könnte und habe dann jetzt auch nochmal gesagt, jetzt mache ich noch digitale und Medien-Experimente. Das ist eine Unterart von Kommunikationsdesign. Da sieht man mich mit meiner coolen kleinen Schultüte. Genau, einfach auch nochmal aus dem Punkt, dass ich jetzt schon wieder 3 Jahre dieses, sag ich mal, sehr kommerzielle Thema gefahren habe und gerade nochmal diese neuen Eindrücke aus der Uni heraus mitnehmen will, um natürlich da, sagen wir, auf nochmal andere kreative Schienen zu kommen. Aber das war jetzt eine super lange Geschichte über mich. Ich weiß nicht, ob sie spannend war oder nicht, aber ich habe sie auch erzählt, um so ein bisschen zu teilen, was ich eigentlich aus dieser Zeit gelernt habe und mitgenommen habe. So, weil man, wenn man in so vielen verschiedenen Rollen und Welten auch lebt, gibt es ja doch so ein paar Bestandteile, die eigentlich, konstant mitkommen, die auch bleiben. Und eine der Sachen, die ich wirklich, über all diese Zeit gesehen habe, ist, dass kreative Algorithmen als Platzhalter für all das, was ich gerade gezeigt habe. Man nennt das Creative Coding, Generative Design, algorithmisches Design etc. Also diese Art, dass Computer und Mensch etwas zusammenschaffen, dass das die Rolle des Menschen tatsächlich verändert. Also nicht mehr, dass wir, diese klassischeren Aufgaben haben, auch in diesem Bereich halt, einfach irgendwo zu klicken und dann erscheint da eine Form, sondern dass das Möglichkeiten einfach schafft, als, kreativer Mensch nicht mehr unbedingt zwingend immer Hand anlegen zu müssen, sondern dass es mehr darum geht, Regeln vorzugeben, Ziele zu definieren und vor allem die Ergebnisse, die aus solchen neuen Kreativmodellen entstehen, zu kuratieren. Deshalb gerade schon mal, es fing an, schon als ich sowas programmiert habe, es ging wirklich dann über die Zeit auch mit E-Commerce und so weiter, wo man dann auch dem Computer schon Entscheidungen überlässt, welche Farbe hat er in den Warenkorb-Button, wo ist diese Fläche, so ein bisschen dann zu sowas wie absoluter Freiheit, wo der Computer im Raum zu Live-Techno-Musik total entscheiden kann, wie das nächste Bild aussieht und diese gesamte Kombination aus allem dann was vollkommen Neues halt ergibt. Was ich daran unglaublich spannend finde, ist, dass ich glaube, dass Mensch und Computer damit zu Partnern in der Kreativität werden. Das ist eine immer spaltende Aussage in dem Sinne, dass, wenn man das falsch versteht, man schnell die Gefahr spüren könnte, dass der Computer einen da irgendwie ablöst. Das ist vielleicht ein Thema, was wir später mal diskutieren können. Aber was ich damit vor allem meine, ist, dass der Computer nicht nur Befehlsempfänger ist, sondern dass er mit seinen Fähigkeiten, die er hat, die ich ihm beibringe oder die wir ihm beibringen, zu einem entscheidenderen Teil am Kreativprozess auch tatsächlich teilhaben kann. Und das finde ich einen
sehr, sehr interessanten ja, Forschungsansatz und ein Forschungsfeld, wo einfach noch unglaublich viel möglich ist. Um Computer kreativ werden zu lassen, muss man ihnen natürlich in irgendeiner Form Schritt für Schritt diese Regeln und diese Prinzipien erklären. Das ist natürlich klar. Und warum ich das auch wieder unglaublich faszinierend finde, ist, weil es mich halt wirklich zwingt, immer wieder auch in Frage zu stellen, was es eigentlich da ist, was ich tue. Der Vortrag ist neu. Ich glaube, die nächste Folge sagt das auch so ein bisschen genau. Also im Endeffekt, Systeme zu finden, von klein bis groß. Woraus besteht Musik? Woraus besteht ein Bild? Woraus besteht Kreativität? Das ist alles schwer zu beantworten und man kann sich dem nur langsam nähern, indem man halt versucht, das zu erkennen. Diese Übung, es immer wieder dem Computer beizubringen, ist so ein bisschen wie es einem Kind zu erklären. Und ein, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Punkt, um immer frisch im Kopf zu bleiben, um nie das Gefühl zu haben, ich habe schon verstanden, wie das funktioniert, so, weil der Computer einen dann ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt, wenn das überhaupt nicht funktioniert, was man da tut. Dieses systemische Denken ist wirklich ein großartiges Kreativwerkzeug und wie ich da unten ja auch schreibe, führt halt wirklich unweigerlich eigentlich zu Innovation, das hätte man groß schreiben müssen, und zu neuen Perspektiven. Und das ist eines dieser Konzepte, das unabhängig davon, ob jetzt irgendjemand sagt, wow, was Patrick da erzählt hat, ich muss jetzt auch irgendwie coden können oder nicht, was man, glaube ich, auf viele seiner Kreativbereiche wunderbar anwenden kann. Genau, ich habe das eingangs schon mal erwähnt, dieses Thema kreative Algorithmen, und wir können da auch später nochmal im Detail drüber sprechen, bedeutet für mich diese Verschmelzung von Daten, alles in irgendeiner Form ist heute digital auch als Datensatz verfügbar. Das Thema menschliche Interaktion, das ist jetzt auch alles natürlich eine Wertung von mir, ne? Das ist keine Definition, sondern nur das, was ich darunter verstehe und was mich daran sehr interessiert. Das Thema künstliche Intelligenz als Platzhalter für, sag ich mal, neue Formen, wie Computer auch lernen können. Dieses Schritt für Schritt passiert dort auch, aber anders. Und das Thema Programmierung, was sonst oft in einer speziellen Ecke der nicht unbedingt kreativen Menschen auch mit ganz anderen Sachen aufgeladen ist. Wenn man das alles zusammenpackt, dann passiert was Neues. Nichts davon für sich alleine genommen ist jetzt zwingend wahnsinnig innovativ. Das alles hat Historie. Aber ich glaube, dieses Zusammenführen dieser Sachen unter diesem neuen Deckmantel quasi, das ist da, wo sehr, sehr vieles passiert. Genau. Ich will nur ganz kurz ein bisschen reingehen. Ich wollte euch jetzt nicht einfach dann jetzt einen Schnitt machen und einfach Cases von mir zeigen, sondern ich möchte gerne so ein bisschen so einen Einblick eigentlich geben, wie die zwei wichtigen Bestandteile dieser kreativen Algorithmen, aber vor allem auch dieser neuen Räume, die ich da beschreibe, wie die funktionieren und wie die entstehen können. Ein Baustein davon ist Code. Code als englisches Wort für Programmcode, für etwas Enkodieren, also im Endeffekt die Art, wie man Computern, sage ich mal, auch was beibringt, was erklärt, wie man diese Algorithmen entwickelt. Das ist super technisch auf eine Weise, aber ich beschreibe es immer wirklich gerne so, dass ich sage, für mich ist das ein Werkzeug, mit dem ich neue Arbeiten erschaffen kann. Ein Werkzeug wie ein Stift oder wie ein Pinsel. Also das ist auch was, wo ich ganz langsam sehe und wo ich noch versuche, auch viel Pionierarbeit zu leisten, dass, sag ich mal, Programmieren jetzt nicht einfach nur was ist, wo man mit einem Computer zusammenarbeitet, sondern wo man, sag ich mal, andere ja, Instrumente auf einmal beherrscht. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht gut zeichnen. Das mache ich dann lieber tatsächlich mit dem Computer, aber ich habe mich immer als, sage ich mal, als Designer, als Mensch, der mit und für Menschen arbeitet, verstanden und nicht als, sage ich mal, so ein Techniker, der eher mit Computern gerne was zu tun hat. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil Code dadurch viel zugänglicher und viel, sage ich mal, weniger auch mystisch wird, indem man das einfach als Werkzeug versteht. Und ich schreibe da unten Code, bringt Musik, Ton, Texte, Bilder, Tanz, Meinungen und alles in dieser Welt halt zusammen. In diesem Schmelztiegel aus Einflüssen kann man mit diesem Werkzeug vollkommen neue Dinge halt erschaffen. Und eigentlich ist es nicht mal richtig, es als Pinsel zu beschreiben, weil Code die geniale Eigenschaft hat, dass es, sage ich mal, ganz am Anfang steht. Also es ist eigentlich das ultimative Werkzeug, mit dem man neue Werkzeuge erschaffen kann. Und wie gesagt, das ist eine dieser Aussagen, da könnte man jetzt einen ganzen Vortrag drüber halten und das würde ich auch irgendwann gerne mal tun, aber genau, das sind einfach diese Sachen, da braucht man ein bisschen Zeit für, um vielleicht auch zu verstehen, was man damit wirklich dann erreichen kann. Der zweite Teil, wie das funktioniert, ist eine Art Kreativtechnik, die Tim und ich sicherlich nicht unbedingt gefunden haben. Wir haben sie gefunden, aber es gibt sie bestimmt auch schon so. Wir sind jetzt nicht die Pioniere dahinter. Aber wie ist für uns von Anfang an relativ klar gewesen, eine sehr, sehr einfache Formel, die so einfach wirkt, dass sie total trivial wirkt, aber sie ist unglaublich mächtig und sie funktioniert so. Quasi Input wird zu Output.
Das ist tatsächlich eine Theorie und auch in der Programmierung und Computerwissenschaft, allerdings sind wir da ein bisschen was anderes mit gemeint, als wir das wollen. Für uns war das damals schon so ein Riesenöffner für eine unendliche Welt aus Möglichkeiten. Und einfach, um das mal so ein bisschen klarer zu machen, so, wenn ich links so ein paar Input-Themen mal reinschreibe und rechts ein paar Output-Themen, dann sieht man, dass man diesen Pfeil halt sehr, sehr gut ziehen kann. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich nehme große Daten und ich möchte zum Beispiel daraus Skulpturen machen, weil ich die greifbar machen möchte, weil ich daraus was Spürbares, was Fühlbares machen möchte. Ja, dann ziehe ich diesen Pfeil und verbinde diese zwei vielleicht nicht unbedingt vorher so gedachten Themen halt zusammen. Man kann ganz klassische Sachen machen, die es ja auch schon sehr, sehr oft gibt. Ich kann zum Beispiel Nachrichtenfeeds nehmen und die in irgendeiner Form zu einer Datenvisualisierung bringen. Oder man kann das, was ich gerade auch schon erzählt habe, Musik und Sound zu Animationen werden lassen. Und nur um das einmal so ganz konkret auch zu erklären, wie sowas funktioniert. Hier ist eine Aufnahme von zwei sehr talentierten Jazzkünstlern, einer aus Münster, einer aus Enschede, Arthur Alam, Stefan Schneider, gute Freunde von mir, super tolle Musiker, für die ich auch immer wieder mal Live-Visuals produzieren durfte. Und wenn man da jetzt mal reinzoomt, und das ist das, was ich gerade meinte, systemisch denken, was ist denn Musik? Also ist der Umgebungssound, ist es Lautstärke, ist es ein Tempo, eine Geschwindigkeit, das Frequenzspektrum. Musik ist ja eigentlich, weiß ich nicht, Geräusch über Zeit quasi, aber na, also man kann das halt runterbrechen, diese verschiedenen Sachen, die man auch anschauen kann. Ich kann mit der Lautstärke arbeiten, um daraus was rauszuholen. Ich kann das Spektrum sehen, wie diese Kurven entstehen. Ich kann den eigentlichen Schlag oder das Tempo nehmen und daraus Entscheidungen ableiten. Und um das mal so ganz plakativ auch zu versuchen zu erklären, was das Wort Algorithmus eigentlich bedeutet, ist, dass wenn ich all diese Dinge nehme und quasi in diesen Mixer reinschmeiße, dann ist der Algorithmus quasi, ja, dieser physische Mixer, der das alles neu zusammenmengt, der alles nimmt und daraus, sage ich mal, ein anderes Ergebnis macht, was die Bestandteile noch enthält, aber trotzdem ja, anders aussieht oder schmeckt oder was auch immer man da sagen möchte. Und rauskommen dann. Wie man hier so ein bisschen sieht, ne? Während des Schlags steht die Musik, diese abstrakte Visuals. Man sieht ja ganz cool auf jeden Fall schnell mal gezeigt, ne, wie jeder zum Beispiel Schlag von dem Schlagzeug halt dann die Farben steuert. Gibt es auch auf YouTube, glaube ich, als Video, hätte ich verlinken können, aber genau, können wir später noch machen. Um das so ein bisschen abzuschließen, das ist ein Teil, wie gesagt, von einem anderen Vortrag, den ich sehr umfangreich immer versuche zu halten, gerade bei Designstudenten, aber was geht damit? Und das ist keine auch nur annähernd erschlagene Mindmap hier, aber man sieht, glaube ich, sehr, sehr gut, wie es unglaublich viel Inputmöglichkeiten gibt von physischen Dingen in der Welt, von Musik, von Geodaten, von Social Media, von Texten, alten Büchern, Hardware. Es gibt unglaublich viel, was man halt anzapfen kann. Und genauso viele Output-Möglichkeiten gibt es halt so. Ne? Es gibt Leute, die daraus tatsächlich Schmuck gemacht haben oder es generell ins Physische bringen. Das ist ein ganz, ganz interessantes Feld. Und genau, unglaublich viel mehr eigentlich dahinter. Diese ganze Kombination daraus, also dieses Thema Input, Output, Code, darin entsteht eigentlich dieser neue Raum, dieser neue gedachte Raum, dieser kreative Raum, aber auch der physische Raum, den wir halt bespielen können. Und da schließe ich hoffentlich dann kurz der Kreis zu dem, was ich eingangs auch gesagt habe, dass diese neuen Räume etwas sind, was mich unglaublich umtreibt, weil einfach da diese Kombination, die wir hier gesehen haben, wenn ich noch einmal kurz zurückgehe, auch zu diesem Input-Output. Ich habe damals diese Mindmap tatsächlich in meinem alten Büro gehabt und der Witz war immer, dass ich einfach zwei Dartpfeile nehmen muss. Ich schmeiße einen links hin, einen rechts hin und ich habe ein neues Projekt. Und so ist es wirklich. Für mich war das eigentlich damals auch dieser Wendepunkt, wo ich gesagt habe, es gibt so unendlich viele Möglichkeiten. Das kann, auch wenn ich 80 bin, noch nicht langweilig geworden sein. Dann möchte ich hier den Theorieteil quasi einfach mit der Aussage schließen, dass ich glaube, dass die Möglichkeiten für Kunst, Kultur und Design wirklich unendlich sind, wenn man das so denkt. Und ich nutze jetzt halt diesen, sag ich mal, Code-Ansatz, diesen Programmieransatz. Es gibt aber auch schon sehr, sehr viele Bestrebungen, die in die Richtung gehen. No Code heißt das oder visuelle Ansätze, wo auch Leute, die jetzt nicht unbedingt in diese Welt des Programmierens springen möchten, trotzdem diese systemischen Denkweisen nutzen können, um vollkommen neue Arten zu machen. Und ich weiß, dass Jule und das Wavelab da, und Antonia natürlich auch, unglaublich geniale Kontakte haben, die das aus den verschiedensten Blickwinkeln, so wie ich auch halt mit meinem persönlichen Blickwinkel halt betrachten. Und ich freue mich auch schon auf die nächsten Vorträge und was die Leute dann da so erzählen werden.
Genau, kommen wir zu den neuen Räumen. Jetzt habe ich schon 25 Minuten erzählt. Das heißt, ich habe sogar noch mehr Zeit, als ich dachte, um ein paar konkrete Projekte einfach mal zu zeigen. Wie gesagt, mein Hauptaugenmerk in den letzten Jahren war auch, weil ich muss ja irgendwie überleben, auch auf kommerziellen, sag ich mal, Markencases. Heute habe ich halt ein paar mehr freiere Projekte mitgebracht, die oft selbst initiiert waren, beziehungsweise halt mit keinem Budget entstanden sind, aber die, glaube ich, dieses Thema Raum halt sehr, sehr gut zeigen. Und das erste Projekt nennt sich Caribri Online. Ich lasse das mal nebenbei laufen. Und da geht es tatsächlich darum, dass ich von einem Filmemacher kontaktiert wurde, der eins meiner anderen Projekte gesehen hat. Der hat in den letzten Jahren die eingeborenen Stämme, die Aborigines in Australien besucht. Das ist eine große Ehre, denn eigentlich darf man diese speziellen Gebiete teilweise gar nicht betreten, nur mit Einladung der Stammesältesten. Dann gibt es sehr, sehr viel auch, sag ich mal, was man da beachten muss. Und er hat einfach versucht, mit dem National Film Sound Archive Australiens zusammen diese Kultur lebendig zu halten und auch Leuten näher zu bringen, die das nicht zeigen können. Und die haben dann so eine Art Virtual Reality 360-Grad-Produktion daraus gemacht und hatten dann aber irgendwann so auch die Herausforderung, eigentlich hat niemand Virtual Reality-Headsets. Was machen wir da? Und dann haben sie mich getroffen, weil ich mich gerade mit dem Thema virtuelle Räume auch zu Zeiten von Corona sehr intensiv beschäftigt habe. Und wir haben daraus die Karuri Online Experience gemacht. Die Idee dahinter war, so eine Art Plateau auf einem virtuellen Berg quasi zu finden, in dem einfach verschiedene Pfade zu den verschiedenen Gruppen auch vorhanden sind. Und das Ganze, das sieht man jetzt hier nicht, aber das läuft im Browser, also auf einem ganz normalen Webbrowser, es läuft auf dem Handy, Telefon, auf dem Tablet, auch in Virtual Reality, wenn man will. Das heißt, jeder Mensch auf der ganzen Welt geht einfach auf caririonline.com und hat direkten Zugang zu dieser Welt, die er einfach entdecken kann. Und dieses Explorative, dieser digital und trotzdem mit so ein paar Fragmenten aus der echten Welt hauchte Raum, der war uns sehr wichtig. Und diese Kugeln, die wir hier sehen zum Beispiel, da kann man einfach reingehen. Das war jetzt wirklich perfekt getimt, unglaublich. Und dann ist man auf einmal in diesem Ort, da wo ja, die Leute halt getanzt haben. Man ist im Mittelpunkt auch des Tanzes. Das fand ich unglaublich faszinierend, immer wieder dabei zu sein. Das ist eigentlich mit Ton und Sound natürlich auch. Der ist jetzt hier nur nicht bei, damit das nicht so verwirrend ist, wenn ich rede. Und man kann auch wieder rausgehen und ist dann wieder zurück in der realen Welt. Man kann halt so langsam diese verschiedenen Gruppen und Orte entdecken. Und man hat das gerade eingangs gesehen. Jedes Mal, wenn man zu so einem neuen Ort ja, sich vorfindet, dann kriegt man da ein paar Informationen auch zu. Was sehr cool an diesem Projekt ist, ist, dass wir das von Anfang an auch mit dem National Film and Sound Archive so entwickelt haben, dass das im Schulunterricht eingesetzt werden kann. In Australien ist dieses Thema hochaktuell immer noch. Und es wird jetzt im Januar 2021 mit auf den neuen Lehrplan aufgenommen. Da war auch sehr, sehr viel Arbeit drin jetzt von meiner Seite, das auch so zu machen, dass das wirklich zugänglich ist für auch sehr, sehr schlechte Endgeräte, für sehr schlechte Telefone. Das Coole am Telefon ist übrigens hier mal kurz gezeigt, man muss das wirklich einfach nur bewegen, hoch und runter halten und kann sich darin komplett umgucken. Also wirklich der Lagesensor des Tablets oder Telefons erlaubt mir hier da umzugehen. Da musste meine Freundin mal ein bisschen Model stehen. Und genau, das ist hier übrigens die Shutdown Gallery. Das ist das Projekt, das vor Caruri Online von mir ins Leben gerufen wurde. Das habe ich in der Hochzeit des ersten deutschen Lockdowns entworfen, so als Fragestellung auch, wie kann man, sag ich mal, digitale Räume nutzen, um Kultur weiterleben zu lassen, um ja, Dinge zugänglich zu machen, um diesen Museumsbesuch auch im virtuell physisch und so ein bisschen weiterzutreiben. Und da sind schon einige Ausstellungen jetzt entstanden. Nächstes Wochenende geht wieder eine online. Aber genau, also hier sieht man auch nochmal ganz cool, halt so, wie auch dann das nachher im Schulunterricht eingesetzt werden kann. Und wie ich auch hoffe, dass die Kiddies, wenn sie wirklich ihr Handy hoch, unten, links, rechts halten können, da nochmal einen ganz anderen Charakter haben und einfach, sage ich mal, dieses Explorative, dieser Spaß auch Teil dieses Raums halt ist. Genau, das war ein Projekt für den digitalen Raum, den ganz, sage ich mal, plakativ, auch greifbaren Raum, entweder auf diesem Berg oder in dieser Ausstellungshalle. Ein etwas abstrakterer Raum aus, sag ich mal, zwei Gründen ist ein Projekt, das ich 2018, glaube ich, gemacht habe mit der Organisation Women in Political Leaders. Die ist unter anderem von sehr, sehr großen Politikern, auch von Hillary Clinton, Mario Barroso, Silvana Koch-Merin unterstützt und angetrieben. Und die beschäftigen sich sehr intensiv mit der Fragestellung, wie man mehr, sag ich mal,
Frauen in die Politik bekommt, wie man mehr, sag ich mal, Frauen in der Politik Gehör verschafft und wie man einfach generell da diese Gender-Thematik, sag ich mal, auf neue Weise mit neuen Formaten auch ja, beleuchten kann. Und etwas, das wir getan haben, was wir versucht haben, da zu machen, war für die erste internationale Konferenz in Reykjavik in Island ein Projekt zu entwickeln, wo wir Daten nutzen, um die Debatten zu fördern. Und ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr zu, vor allem sie auch in irgendeiner Form sichtbar und greifbar halt zu machen. Ja, also die Tagline war damals immer: Gleichberechtigung ist wichtig, wieso haben wir sie nicht? Und diese Gespräche, diese Debatten halt direkt zu den Leuten, zu den Politikern, das waren von allen Ländern der Welt abgesandte, teils auch sehr, sehr wichtige Politiker mit dabei, diese Frage immer wieder an sie zu stellen. Und daraus entstanden ist eigentlich so der Gedanke, dass solche Konferenzen sich ja immer wirklich um echte Menschen drehen. Es geht ja um Diskussionen von dir und mir quasi, also jetzt nicht unbedingt von mir in dem Fall, aber und die Grundidee war dann halt Twitter-Streams, Twitter-Konversationen anzuzapfen und über eine KI quasi auswerten zu lassen, ob das positive oder negative Diskussionen sind. Und wir haben uns dann insgesamt dafür entschieden, sechs Oberthemen bei Twitter anzuzapfen, kontinuierlich, während dieser Konferenz, aber auch heute noch, jetzt gerade in diesem Moment passiert das genauso, die halt relevant eigentlich auch für diese Konferenz waren. Und ich versuche gerade ein bisschen Zeit zu kaufen, weil ich sie nicht mehr ganz auswendig weiß, welche es waren. Aber es war die Kombination aus Frauen und Macht, Frauen und Gleichberechtigung und ein paar andere, die jetzt gleich irgendwann kommen müssten. Und genau diese Diskussion, Themen und auch das Ergebnis davon ist zu diesem interaktiven Key-Visual geworden, was auf der gesamten, na, da sieht man es, Diversität, Progress, Power, Community, Change und Leader in Kombination mit Frauen. Und dieses Key Visual lief überall auf der Veranstaltung und wurde in Echtzeit geupdatet. Jedes dieser Elemente, was man hier sieht, ist ein einzelner individueller Tweet, der von einem Menschen zu diesem Zeitpunkt entsprechend geschickt wurde. Und wir betrachten einen Zeitraum von einer Stunde jeweils und machen daraus halt dieses interaktive Key Visual. Genau, das sind ungefähr 10.000 Tweets, die dann am Tag tatsächlich interpretiert werden und künstliche Intelligenz, also in dem Fall ist es ein neuronales Netzwerk, was auf 4 Millionen Tweets trainiert wurde, um dann halt tatsächlich einfach jedes Mal zu sagen, ist es halt ein positiver oder ein negativer Tweet oder ein neutraler. Interessant war das, oh, Entschuldigung, interessant war das vor allem, weil wir daraus halt diese Gestaltungsentscheidung abgeleitet haben. Also positive Tweets, ich springe mal einmal kurz einen nach vorne, positive Tweets in der Gesamtheit schaffen hellere Farben und negative Tweets schaffen dunklere Farben. Und die Gesamtheit dieser Stunde färbt dann diese jeweiligen Bereiche. Die unterschiedlichen Formen, sieht man hier, stehen dann halt platzhaltertechnisch für die entsprechenden Kategorien, die wir da untersucht haben. Genau. Wichtig war wirklich die Stärkung, sage ich mal, der Grassroots-Mitglieder, der Leute, um die es eigentlich geht, ja, deren Ruf nach Veränderung Gehör zu verschaffen und vor allem während der Konferenz immer wieder die Frage auch zu stellen, wenn gerade über dieses Thema sehr viel zum Beispiel gesprochen wird und sehr negativ, warum ist das eigentlich so? Dieses Thema, wie viel wird darüber gesprochen, ist auch hier reflektiert. Das sieht man ja sehr, sehr gut, indem man zum Beispiel hier einfach mal auch ganz konkret sieht, in der letzten Stunde wurden 74 Mal das Thema Frauen und Macht halt diskutiert. Das ist jetzt hier die Verteilung. Und wirklich in der Sekunde, wo ein neuer Tweet kommt, fliegt auch so ein neues Element rein. Und wenn die Stunde vorbei ist für diesen individuellen Tweet, dann fliegt er auch wieder raus. Naja, und hier sieht man halt, das ist eher so eine, sag ich mal, so ein digitaler Raum, aber es ist ein dreidimensionaler Raum. Auch da wieder alles, was ich tue, habe ich, glaube ich, anfangs nicht unbedingt erwähnt, ist browserbasiert. Auch das läuft im Webbrowser, auch das läuft auf einem Handy. Da kann ich wirklich swipen und ich kann das Ganze auch einfangen und dann auf Social Media teilen, um halt entsprechend da auch nochmal auf diese Themen aufmerksam zu machen. Genau, und Ziel dieses Projekts war es halt, ein Katalysator für Verhandlungen zu werden und einfach auch nochmal wirklich die Politiker ganz nah an dieses Thema halt ranzubringen. Und genau, eine neue Definition von Macht zu entwickeln, die zugänglicher ist. Oh, ich dachte, da wäre noch ein Video, genau, wo man dann auch die verschiedenen Leute sieht, wie sie das denn benutzen, auch an der Konferenz. Es waren, wie gesagt, allen zentralen Punkten, gerade da, wo Diskussionen und Konversationen stattfanden, war das eine überlebensgroße Projektionsfläche, die da genutzt wurde. Und natürlich wurde es auch generell als Key-Visual für die ganzen Marketing- und Printmaterial genutzt. Muss noch einen kurzen Schluck was trinken. Jetzt schon eine halbe Stunde hier. Ah, so. Genau. Ein anderes Projekt,
Das habe ich sogar, glaube ich, noch davor gemacht. Das ist aus 2017, ist EOS Detroit. EOS ist, wer das nicht kennt, kennen die meisten wahrscheinlich nicht, eine Cryptocurrency, eine Alternative quasi zu sowas wie, wie heißt die nochmal, Bitcoin, genau. Allerdings entwickelt von jemandem, der sich damals schon sehr intensiv mit der Frage auch beschäftigt hat, sage ich mal, wie solche Cryptocurrencies für, sag ich mal, in Anführungszeichen gute genutzt werden können, aber wie vor allem, sage ich mal, daraus auch demokratische Strukturen entstehen können und wie man diese Macht, die das mit sich bringt, auch, sage ich mal, verteilt und nicht so zentralisiert. Und damals haben die mich kontaktiert mit der Fragestellung, was können wir eigentlich machen, um diese Grundmessage weiter rüberzubringen? Und genau, es ging darum, wirklich diese dezentrale, menschorientierte Technologie auch zu positionieren und einen Ort zu finden, in dem man diese ganz abstrakten Dinge, die ich gerade gesagt habe, irgendwie ein bisschen zugänglicher macht und witzig, genau, ja, abstrakte Technologien berührbar und inhaltlich zugänglich machen. Und das ist ein sehr altes Projekt von mir. Ich habe seitdem natürlich viel gelernt, aber die Grundidee war eigentlich diesen Datenfluss, den diese Cryptocurrencies ja haben, die in Echtzeit quasi Millionen, wenn nicht Milliarden an Transaktionen machen, zu visualisieren und in einen Raum zu bringen und dann verschiedene Fragen daran zu stellen. Zum Beispiel entstehen Muster. Ist es möglich, Bewegungen in diesem Markt zu sehen? Was passiert da eigentlich? Aber vor allem auch etwas zu haben, wo ich wirklich eintauchen kann in quasi diese Welle aus Aktivität, wo auch hier wieder ja, jeder einzelne Punkt eine Transaktion gerade ist. Wir sehen in den letzten 24 Stunden 723.000 Aktionen, 2 Millionen Transaktionen. Einfach da etwas zu haben, wo das auf einmal greifbar wird und wo diese Muster da sind. Auch das wieder, ich erwähne es nochmal, ist webbasiert. Also ich kann das wirklich da drauf gehen und mit meinem Mauscursor und mit meinem Handy mich darin umgucken. Und ich glaube, genau, das sieht man jetzt hier auch ganz gut. Ich kann da wirklich reintauchen und es ist kombiniert mit immer wieder Hinweisen und Elementen. Warum ist das wichtig? Was ist eigentlich die Idee dieser Blockchain? Was passiert hier? Und ich glaube, gleich irgendwann, genau, sieht man hier die Maus auch. Wie gesagt, ist jetzt zum Beispiel Chrome, glaube ich. Und dann kann man da auch klicken und sich umgucken. Also wirklich diesen, ja, dieses Meer aus Transaktionen erleben und sehen, was passiert. Das hier war noch ein Prototyp. Da war die sogenannte API, also die Programmierschnittstelle, noch nicht verfügbar, um die echten Daten zu bekommen. Aber genau, das war dann auch ein ganz, ganz interessanter Moment eigentlich, als das dann verknüpft wurde mit der Fragestellung, ob da Muster entstehen und wie die denn dann auch potenziell aussehen. Da ich da sehr ambitioniert war, hätte man jetzt sagen können, okay, cool, das Projekt ist schon gut, aber ich wollte noch einen Schritt weitergehen. Das ist leider nie passiert. Aber es war trotzdem, glaube ich, ein cooler Prototyp, um mir einmal zu zeigen als Idee. Und zwar wollten die damals in Detroit, das ist ja, sage ich mal, einer der großen Verlierer auch der, ja, des Endes der klassischen ja, industriellen Revolution, ist ja sehr in Anführungszeichen runtergekommen, die Stadt ist recht gefährlich geworden, als die Automobilindustrie dann auch zusammengebrochen ist. Und die wollten da über diese Bitcoin, über diese EOS-Currency einen finanziellen Impuls für jeden Menschen in Detroit schaffen. Und wir haben dann überlegt, okay, dann wäre es doch eigentlich ziemlich cool, wenn wir das zu so einer Art Plattform machen würden, wo eigentlich zwei Dinge passieren. Und zwar das erste, wo jeder sich in irgendeiner Form mit so Mini-Apps andocken kann in diesem Raum. Ja, also all das passiert immer noch da, wo wir gerade drin waren in dieser Welle. Hier jetzt ein einfaches Beispiel, einfach natürlich nur, wie man so eine App machen könnte, die die Sachen auswertet. Aber wir wollten das gerne erweitern, dass Leute da die verschiedensten Dinge wie ihre eigene Plattform und Daten halt reinbringen konnten. Und was ich unglaublich spannend daran fand, ist, dass das ja eigentlich ein sozioökonomisches Experiment ist und wir versuchen wollten, weil es technisch möglich war, auf gewisse Weise nachzuvollziehen, nur abstrakt, anonym, wo dieser Geldfluss passiert, zu schauen, wo das in der Stadt eigentlich passiert. Die Fragestellung, die ich unglaublich faszinierend fand, war eigentlich vor allem, was passiert, nicht nur, wenn man Geld in so ein System pumpt, es gibt sicherlich 1 Million Theorien zu, sondern was heißt das eigentlich für die Kunst- und Kultur? Wirtschaft, belebt das auf einmal gerade in so einer Stadt wie Detroit auf irgendeine Weise auch diesen Sektor? Kann man das sehen? Kann man das steuern? Und diese Geldflüsse sichtbar zu machen in dieser Stadt, in diesem dreidimensionalen Raum, fast in Echtzeit, das war so ein Thema, was ich unglaublich gerne gemacht hätte. Vielleicht irgendwann in meinem Leben erreicht mich nochmal eine Chance, es tatsächlich in die Realität umzusetzen. Hier damals hatte ich noch nicht die super genialen technischen Skills, von daher, was sowas anging, so eher als Beispiel. Aber das war so die Grundidee eigentlich. So, wo fließt das hin jeweils? Wo geht es hin und was passiert damit? Dass hier dann auch wieder, sage ich mal, so eine gute Kombination aus den ersten beiden Cases, so irgendwas zwischen abstrakt und ganz greifbar als Raum, als digitaler Raum, als neuer Ausdrucksraum halt.
Genau. Die Census-Projekte damals war eine sehr große Frage, wie verändert sich Gesellschaft? Und ja, wie das dann halt so ist, ja, war das Funding da nicht ganz da. Einige der Dinge konnten wir leider nie in die Realität umsetzen, aber ich wollte das gerne einfach mal mitbringen, nochmal so als Projekt so abseits, sag ich mal, dieser ganzen kommerziellen Sachen, wo ich einfach nochmal zeigen wollte, was passiert, wenn man groß träumt und denkt. Und vielleicht geht es ja irgendwann mal. Genau, und als letzten Case, und dann bin ich auch durch mit diesem langen Monolog, ist ein Projekt, was ein bisschen die Brücke schlägt zu dem, was ich viel sonst mache. Kommunikationsdesign, angewandtes Kommunikationsdesign mit diesen neuen Möglichkeiten. Ist auch hier ein selbstinitiiertes Projekt, das ich Schwanensee getauft habe, wo im Endeffekt die Idee war, und das ist auch schon ein relativ altes Projekt, hat dynamische Identität für kleine, sag ich mal, Kultureinrichtungen zu machen, die komplett durch die menschliche Interaktion und durch Tanz getrieben ist. Also in dem Fall halt als Beispiel, was passiert, wenn man versucht, sage ich mal, auch die Essenz von Schwanensee als Gestaltungsmittel, als wirkliches Kommunikationselement halt zu nehmen, mit verschiedenen Auswirkungen. Was mich daran innerlich erstmal sehr fasziniert hat, war natürlich eigentlich genauso wie, sage ich mal, Musik, Geräusch über Zeit ist ja auch Tanz, sag ich mal, Bewegung über Zeit und die, sag ich mal, so einzufrieren, aber so sichtbar einzufrieren, so welche Muster, welche komplexen Formen daraus entstehen. Das fand ich ein einfaches, aber schönes Thema eigentlich, zu zeigen, wie viel dahinter steckt, also hinter dem Tanz und natürlich den Gedanken und vor allem auch nochmal eine neue Perspektive darauf zu bringen, was da ist, weil wir oft, sag ich mal, gerade von diesen großartigen Tanzsachen wirklich sehr, ja, ich will nicht sagen überfordert, aber es passiert so viel, man kann das gar nicht so richtig eigentlich einschätzen in dem Moment oder wertschätzen. Und hier sehen wir halt verschiedene ja, Skulpturen, Grafiken, die daraus entstehen, aus diesem Tanz, aus den jeweiligen individuellen Bewegungen. Warum ich das auch gemacht habe und welche Geschichte ich damit auch erzählen wollte, war eine, wo es mir darum ging, sag ich mal, auch für kleine Kultureinrichtungen etwas zu finden, wo nicht jedes Mal ein teurer Grafikdesigner notwendig ist, um Plakate zu machen, sondern wenn dieses System einmal läuft, kann man das sehr, sehr einfach mit neuen Tanzposen füttern. Da gibt es eine sehr interessante Datenbank tatsächlich. Und damit kann man dann eigentlich ohne großes Wissen mit diesem Werkzeug, das das dann ja auch am Ende ist, diese Plakate alle selber gestalten. Und hat so dann eigentlich so ein bisschen ja, dieses universelle Werkzeug, das immer wieder auf neue Weise die neuen Stücke dann auch entsprechend verpacken und darstellen kann. Und die Brücke schlägt es dann hier natürlich auch wieder zum physischen Raum, in diesem Fall in Form des entweder Plakats oder unten rechts sehen wir auch diese vielen digitalen Display-Stelen, die es heutzutage gibt, wo man natürlich auch sehr, sehr viel mit solchen Dingen halt machen kann. Genau, das, wie gesagt, leitet so ein bisschen über zu diesem Grundthema auch Kommunikationsdesign und Kombination auch von Computer und Mensch als Gestalter. Aber was man hier sieht, ist, dass der Computer ja schon nach gewissen Regeln hier die entsprechende Situation halt schon generiert oder dass das Design halt generiert. Aber als auch unvorbereiteter Gestalter oder Mensch, der daran mitwirkt, kann ich durch einfache Mausbewegungen trotzdem die Bewegung verändern oder Teil davon werden halt so, ne? Und das war damals noch ein relativ unschuldiges Projekt, aber eigentlich ist es halt, war es damals schon die Essenz von dem, was ich heute mit sehr, sehr großen Agenturen auch tue, nämlich immer wieder mich zu fragen, was ist die Essenz von einem Produkt, was ist die Essenz von einem Kunstwerk, ne? Also in dieser Bandbreite eigentlich auch immer wieder damit zu beschäftigen, was ist, wenn ich halt zurückgehe und mich einmal frage, so, was macht das aus, was steckt wirklich dahinter? Und wie gesagt, da habe ich andere plakativere Commerz-Cases, die ich euch dann aber heute erspare. Kann man aber auf meiner Website sehen. Genau. Da bin ich fast perfekt pünktlich, bin mal 43 Minuten 30. Also es geht ums Thema neue Räume. Ich habe heute die große Brücke versucht zu schlagen von diesem ganz abstrakten Thema, ja, diese neuen Räume, die sich auftun, wo Kreativität in den verschiedensten Formen halt gespielt werden kann, im physischen, im digitalen, im Augmented Reality, Virtual Reality, all die Buzzwords, die es gibt. Und ich habe versucht, ein bisschen mal den Weg auch mitzubringen, wie ich da hingekommen bin, aber vor allem auch, wie ich glaube, aus meiner Sicht zumindest, und für mich und für Leute, die wie ich arbeiten, auch ein bisschen diesen Eindruck halt zu schaffen, wie man darin arbeitet, wie das ganz konkret funktioniert. Also von Code und Programmierung als systemisches Konzept über dieses Thema Input-Output, also das Verknüpfen von Daten und das
Neuschaffen von Ausdruck über neue Arten von Werkzeugen, ne? Code gleich Werkzeug, Code gleich das ultimative Werkzeug. Genau, dann am Ende diese vier Cases, um die verschiedensten, sage ich mal, neuen Räume da auch zu zeigen. Genau, bei 44 Minuten 30 sage ich dann ganz herzlichen Dank. Ich bin mal gespannt, wenn ich hier gleich meinen Bildschirm teilen aufhöre, ob noch ein paar Leute da sind. Und genau, wer mag, hier auf Instagram, Twitter, Patrick Hübner, kann man so angucken, was ich so tue. Da sind auch vor allem viele Experimente und Projekte. Und wer sonst irgendwie Interesse hat an meiner Arbeit und den Dingen, die ich so tue, kann auch auf patrickhübner.com gehen. Ich habe da Podcasts und Vorträge und Interviews und Projekte. So, jetzt shameless Selbstwerbung dann vorbei. Super, herzlichen Dank.